Ersetzen Roboter in Zukunft den Arzt im Operationssaal? Viele Patienten dürften sich bei diesem Gedanken nicht wohlfühlen. Doch schon heute kommen Roboter in der Medizin täglich zum Einsatz, meist still und leise, ohne dass Patienten es mitbekommen. Häufig auch zu ihrem eigenen Vorteil, nämlich dann, wenn mit geringerer Belastung für den Körper ein besseres Ergebnis erzielt wird. Durch Einsatz von minimalinvasiver Technik, also im Sinne des Roboters, können Sie so schonend operieren, dass Sie blutarm operieren, sodass Sie keine Transfusion mehr brauchen. Sie können Operationen durchführen bei älteren Patienten, die auch multimorbide, nennen wir das, also schwere Begleiterkrankungen haben, auch in der Form operieren, dass Sie nicht nur auf Intensivstationen müssen. Beim Einsatz von Robotern in der Medizin und insbesondere in der Pflege sehen Experten aber auch das Risiko einer Zweiklassenmedizin. Ob nun ein menschlicher Experte oder ein Roboter zum Einsatz kommt, dürfe keine Frage des Geldbeutels sein. Das, was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass die menschliche Pflege, die unersetzlich ist, später ein Luxusgut wird und die Pflege für ärmere Menschen, für nicht begüterte Menschen dann überwiegend eine Robotikpflege ist. Vielmehr sollen Roboter dem Fachkräftemangel und steigenden Kosten entgegenwirken. Den Arzt im OP komplett ersetzen sollen sie aber nicht. Vielmehr sollen sie ihm Arbeit abnehmen, damit dieser sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Der Roboter ist natürlich nur so gut wie sein Bediener, sprich der Arzt, der an der Konsole sitzt. Aber auch da wird die Entwicklung dahin gehen, dass wir ein integriertes Fehlermanagement, softwarebasiert, vielleicht auch in Situationen, dass der Roboter dann einfach sagt, stopp, hier nicht mehr weiter, sonst passiert eben das. Also all diese Dinge werden sicherlich in Zukunft noch kommen und machen eben dieses ganze Roboteroperieren sicherlich auch noch attraktiver und auch noch sicherer für alle Seiten. Vergleichbar sollen diese unterstützenden Systeme mit den Assistenzsystemen in modernen Autos sein, etwa dem Abstandswarner beim Einparken. Die medizinische Urteilskraft des Arztes darf nicht ersetzt werden, da sind sich die Mediziner einig.